Hä? Ich komm hier nicht mehr raus. Hä? Ich hab halt jetzt irgendwie gar nichts zu verkaufen. Typisch Edeka. Lydia geht nach Hause. Nee, jetzt wird sie entlassen. Sehe ich nicht an. Was ist das? Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von King of Retail. Das ist ja mittlerweile die dritte Folge von King of Retail. Genau, unser Geschäft heißt Teurer Schrott und was ist unser Ziel? Ich will heute 10.000 Umsatz machen. Die Währung steht bei dem Spiel bis jetzt nicht dabei, aber gut, 10.000 Umsatz ist unser Ziel. Ich würde sagen, ich rede jetzt nicht so viel, sondern gehe einfach ins Geschäft. Hast du jetzt einen Herzinfarkt oder was ist los? Toll. Unerreichbares Lager, ja, weil da ist eigentlich unser Lager und er kommt schon wieder nicht. So, dann packen wir wieder aus. Das macht ja immer am meisten Spaß. Lager ist voll. Okay. Ah, Lydia ist auf dem Weg zur Arbeit. Sehr schön. Ziemlich spät, also lasse ich aber auch so gar nichts auf Lager. Wo bleibt die denn? Ich muss jetzt hier mal ein bisschen umstellen und zwar... Jetzt hat da jemand eine Frage. Ja, was du sollst, das da hinten kaufen. Ja, den verkaufen wir jetzt, den Artikel. So... Und dann kaufen wir jetzt neue große Lager. So, dann brauche ich hier, 4.000, na gut. Da passt aber auch was Schönes rein, so. Naja, aber Leute, schaut euch das mal an, da können wir so viel lagern. Gewinn gemacht. Diesmal sind es leider nicht 10.000 pro Tag, aber bleibt dran, Leute, denn zum Schluss werde ich dermaßen übers Ziel hinausschießen, das müsst ihr einfach gesehen haben. Aber ich habe auch 7.000 ausgegeben. Ah, die haben das neu gemacht. Ah, okay. Kundenservice. Naja, Interviewstart. So, mein Marketing ist jetzt nicht so unbedingt das, was ich brauche. Wir sehen absolut identisch aus. Ja, mal schauen, was diese hat. Verkauf und Wiederbeschaffung, ey. Die stelle ich auch noch ein. Ich denke, das können wir uns schon leisten. Das ist aber teuer. Naja, das ist mir zu teuer. Also, wenn er hier nicht hinkommt, ja, dann kann man ihn auch nicht weiterhelfen. Ich könnte jetzt eher einen Getränkemarkt eröffnen, als irgendwie was anderes. Hin zu den Getränken. Ich denke, da werde ich jetzt noch ein paar Getränkeregale aufstellen. Was ist das? Jetzt kommt gerade irgendwie überhaupt niemand. Ich sag euch, ich werde noch Getränke machen. Wow. Okay. Bye, have a great time. Hey,
Dann kommt jetzt noch ein Regal hin. Ah, ich würde sagen, wir kaufen jetzt das fette Teil. Ah, perfekt. Ich verstehe halt immer nicht, warum kann man das nicht hintereinander stapeln? Ich meine, das ist ja so unlogisch, dass das alles nur hier so steht. Aber ich krieg das echt los, das ganze Zeug. Also das ist schon erstaunlich. Und die Kassiererin, die ist echt ein Traum. Also man muss sagen, das ist so praktisch. Energie, Stimmung, Optimist, ja, naja. Ich meine, so 10 Stunden am Tag arbeiten ist nicht unbedingt, ja, ist halt fürs Energielevel nicht so gut, aber sie keinen Bock mehr hat, wird's halt rausgeschmissen. Ja, ich kann helfen, so. Okay, dann zur anderen. Ja, ah, jetzt haben so viele eine Frage. Nee, komm, das ist menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Hey Leute, mir ist gerade aufgefallen, wir haben die 10.000 geknackt hier, 10.000 pro Tag. Okay, also ich würde sagen, wir haben die Challenge geschafft. Also ich hätte davor echt nicht gedacht, dass wir wirklich die 10, also dass ich die 10.000 so schnell bekomme. Ah, ach der Lohn. Ah, nein, nein, Lohn. Okay, also ich würde sagen, wir haben die Challenge geschafft. Na gut, ein Tag noch und dann müssen die 10.000 pro Tag wirklich geknackt werden. Also von mir aus schicke ich die noch nach Hause, die Mitarbeiterin, weil die hat ja gerade wirklich alles verhunzt. Aber ich werde jetzt auch keine Regale oder so kaufen. Ich werde jetzt einfach hier alles auffüllen. Die Regale, die lasse ich einfach mal so. Und wenn ich jetzt nichts dazu kaufe, dann müssten die 10.000 pro Tag wirklich machbar sein. Ich meine jetzt auch nicht die 7.000, die ich eh schon habe, sondern die zu erwartenden Gewinne dann. Was? Was? Das ist jetzt alles? Nein, oder wir haben nur Flaschen. 1 hour later. Ich habe halt jetzt irgendwie gar nichts zu verkaufen. Typisch Edeka. Ich kann natürlich noch ein Regal hinknallen. Das könnte natürlich sein, dass ich dann mehr Umsatz mache mit mehr Regalen. Ich könnte jetzt aber auch die Zeit benutzen, um das Ganze mal umzustellen. Ja, da ist sie. Was? Hä? Hä? Ich komme hier nicht mehr raus. Hä? Ja, geh mal. Du gehst. Ja, hallo? So, also. Yo, was ist denn jetzt los? Ah ja, Lydia geht nach Hause. Nee, jetzt wird sie entlassen. Sehe ich nicht ein. Die fliegt jetzt raus. Glückwunsch. Man muss schon sagen, das sieht wirklich interessant aus, diese ganzen Flaschen. Das ist schon stark, muss ich sagen. Naja, die Leute kommen halt rein mit diesem Speisezeichen, haben Hunger und dann sehen sie einfach nur Flaschen. Bruh. Boah, also 19.000, na gut, minus Miete, Lohn. Ja, sind 17.000 minus die 7.000 davor sind 10.000 Umsatz.
An den Tag habe ich dann noch jemand Neues eingestellt, der kostet auch weniger als die Hälfte. Daraufhin habe ich dann die Lydia entlassen, weil ich meine, wenn die einfach geht und übrigens total teuer ist, dann habe ich sie entlassen. So, und das war's von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Insgesamt habe ich eine ganze Stunde aufgenommen und das Ganze dann in 3-4 Stunden zugeschnitten. Das heißt, ich habe ungefähr 4-5 Stunden für das ganze Video gebraucht. Und deswegen will ich mich auch über ein Like freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.